Ja, Leute, was geht ab? Und willkommen. Heute reagieren wir auf Pumping Monkey, Leute. Frankfurt Tinder. Es gab lange kein Tinder mehr. Ich hab richtig Bock. Ey, ich glaube, das ist schon gefühlt ein Jahr her, ne? Ich glaube, zuletzt Tinder. Im Sommer, oder? Ja. Dann müsste es fast ein Jahr sein. Wenn ich an Tinder denke, denke ich immer an Tinder in Hamburg. Weißt du noch? Wo dieses eine sympathische Mädchen war. Ach so, diese Mutterwitzen und so. Ja. So, also, ich brauche gar nicht lange rumzuquatschen. Ihr könnt schon sehen, Tinder-Aufstellung. Wir sind jetzt in Frankfurt. Ich glaube, dass es sehr, sehr wild wird heute. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir gehen einmal unsere Ladies durch. Bitte schön, unsere Ladies. Wow, guckt sie euch an. Wow. Oh mein Gott. Da haben zwei Mädels in derselben Abteilung geschoppt. Einfach die auf dieselben Kleider. Ey, meine Stimme ist übrigens auch komisch, weil ich bin immer noch ein bisschen erkältet, ja? Also eine wie mich findest du nie auch. Zwei Meter weiter. Und jetzt die Jungs, komm her. Wow, Alter. Geil, Alter. Oh mein Gott. Auch bei den Jungs, alles Lockenköpfe. Einfach Jum-Jum ganz im Angebot, Bruder. Alle haben auf den Kopf gemacht. Ey, Honna. Tinder auf meine Art, Ladies first, komm her. Stell dich mal vor. Also, ich bin Leila. Okay, Leila. Ich habe den Namen selber gegeben. Und. Es fällt schon gut jetzt an. Jetzt haben wir einen Burak hier. Burak hat uns letztens angeschrieben. Was ist das letztens? Schon ein bisschen länger her. Ja. Er meinte so, oh mein Gott, ich liebe euch und so, bla 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 bla. Er ist auch richtig sympathisch, mögen dich voll, gell? Also so witzig, weil er gesagt hat, stört mich halt voll, dass ihr mich Burak nennt. Ich so, hä, warum? Weil ich dachte halt, sein Name wäre Burak. Ich dachte auch, er heißt Burak. Guck mal, den Namen habe ich mir selbst gegeben und jetzt nennen mich alle Burak. Ja, der macht aber ich heiße Queen Drama. Ich so, den Namen hast du dir auch selbst gegeben. Das macht keinen Sinn. Aber warum geben Leute sich selbst Namen? Weiß ich nicht. Wie kannst du dich so mit deinem Namen identifizieren? Also bei so Rappern und so verstehe ich das. Ja, aber so, das ist was anderes, ja. So, das sollen ja so Figuren sein. Ja. Als du auf die Welt kamst, oder was? Nein. Wie, du hast dir den Namen selbst gegeben? Also eigentlich heiße ich was anderes, aber ich nenne mich Leila. Du bist Brasilianerin? Ja. Woher kommst du? Aus Frankfurt, Bockenheim. Echt? Mhm. Wie alt bist du? 19. Okay. Leila, dann würde ich mal sagen, checkst du einmal Kasim Baba, aka Shah Rukh Khan, von oben bis unten ab. Check. So Leila, jetzt sag uns. Würdest du Kasim Baba, a.k.a. Shah Rukh Khan, daten? Ja, nein, begründe es. Ja. Ey, ich muss kurz was sagen. Warum ist es so ein Trend geworden, Kontaktlinsen zu tragen? Also jetzt allgemein mit der Gesellschaft, ich kann mich nicht mehr so damit identifizieren. Leute, guck mal, sie hat so, irgendwie, sie hat nicht ihre echten Lippen. Ja, sie hat nicht ihre echte Augenfarbe. Ja. Und sie hat nicht mal ihre echten Namen. Also Leute verändern sich so sehr, so warum? Ich verstehe ja, das nicht. Wir stehen ja immer dafür, genauso wie ihr seid, seid ihr perfekt. Ja. Klar, sie kann ja machen, was sie will. Man kann machen, was man will, klar. Genau. Das alles im Internet, Leute, das ist alles fake, ja? Versucht so gut, wie es geht, euch selbst treu zu bleiben. Jeder ist schön, wie er ist, will ich damit sagen. Ihr müsst euch nicht verändern. Ja? Ja, ich werde ein Date. Gefällt der dir? Ja. Hey, wir haben ein Date, Applaus! Warte mal, warte doch, aber wir haben hier ein Date. Ja, danke schön. Ist der genau dein Typ? Ja, warum nicht? Ja. Der sieht doch gut aus. Also beschreiblich, optisch gefällt der dir. Perfekt. Ja, perfekt. Okay, dann hören wir uns die Meinung von drüben an. Sehr korrekt gemacht. So, ich brauche gar nicht zu sagen, dass du dich vorstellst, aber trotzdem gibt es den einen oder anderen, Evo, was geht ab, Leute? Kasim Baba, aka Shah Rukh Khan, ich küsse eure Herzen, ist wieder am Start. Wieder ein Video. Ich bin auch da. Wir machen. Ja. Okay. Kasim Baba. Ja. Check mal Leila von oben bis unten. I've been really trying, baby. Kasim Baba. Ey, heute sind die Fliegen hier unterwegs. Ey, vom Äußerlichen finde ich schon, die würden gut zusammenpassen. Mhm. Die haben beide so einen dunkleren Touch von Hautfarbe, Haarfarbe, Augenfarbe. Ich finde auch die matchen voll gut. Eigentlich schon, aber ist er nicht schon 30 oder so? Und sie ist 19, das ist, glaube ich, das einzige. Ja, das ist ein großer Abstand, aber hey, Liebe kennt kein Alter. Liebe kennt kein Alter, nö. Okay, Kasim Baba, würdest du Leila daten? Ja, nein, begründe es. Also, daten bei uns ist haram, auf jeden Fall. Sie ist mein Typ. Ja? Sie ist mein Typ. Sie ist dein Typ? Ja. Er würde dich auch daten. Ich glaube auch, dass Kasim voll auf Frauen steht mit so langen, schwarzen Haaren. Ja. Und also auch wirklich? So ein kleiner wie sie, was er schon? Ja, diese indische Flow. Immer wenn diese indische Musik kommt, dann denke ich aber auch, ich glaube so, auch irgendwie, Team, dass er Sonja sie ganz hübsch findet. Kann das sein? Ja, aber voll viele matchen die auch. Aber die passen gar nicht zusammen, finde ich. Von der Art nicht, aber von Aussehen der Art schon. Nicht. Vom Aussehen schon, ja, finde ich auch. Okay, also haben wir ein Jahr. Ja, normal. So, hi. Hi. Wie geht's? Gut, und dir? Stell dich mal vor. Also, ich heiße Iman, ich bin 17, ich bin Marokkanerin, ja. Okay, Iman, bist du aus Frankfurt? Nein. Woher kommst du? Friedberg. Friedberg. Okay, die Frage erstmal so, ist okay, dass wir das veröffentlichen? Ja, alles gut. Also habe ich dein Einverständnis? Ja.
Ja, die redet voll schnell, die jetzt eigentlich, gell? Die macht die so, ja, alles gut, ja, ja, die macht immer noch. Und so richtig immer so, also. Nein, ich. Ja. Schwöre auch wieder. Geil. Gut, dann check mal den Jigo hier einmal von oben bis ab. Sprachen lernen, Bubble. Von oben bis unten. I've been really trying. Okay, jetzt geht's los. Ich spür das, jetzt geht's los. Bra. So, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nein, der ist nicht mein Typ. Der ist nicht dein Typ? Der ist nicht hässlich, aber... Was gefällt dir nicht an ihm? Sein Aussehen. Sein Aussehen? Was ist an seinem Aussehen schief? Alles. Also, das passt halt einfach nicht zu mir. Okay. Und was wäre dein Typ? So Marokkaner, bisschen heller. Marokkaner? Ja. Komm, sag bitte Marokkaner, Babalok, dann haben wir es. Ja, das Ding ist, ich glaube, sie ist mit die einzige Marokkanerin, die Marokkaner sei. Ich habe wirklich das Gefühl, Marokkaner untereinander, zumindest mögen sich nicht. Irgendwie, die mögen sich nie. Nie, immer Marokkaner. Alle meine marokkanischen Freunde sagen immer, nein, nicht marokkanische Mädchen, das sind Hexen. Und die Mädels sagen immer, Jungs, das sind Fuckboys. Immer so, gell? Ja, genau, ich höre. Immer. So Marokkaner, bisschen heller. Marokkaner? Ja. Du bist Marokkanerin? Ja. Okay. Gut, also haben wir ein Nein. Ich meine, er hat ja Locken. Der ist nicht hässlich, aber nicht mein Typ, der spricht mich halt nicht an. Gut, korrekt gemacht. Wir hören uns. Aber sie war nett. Ja, klar, ganz nett. Man hätte ab und zu mal lächeln können oder so. Aber sonst war sie nett. Ich bin von drüben, Mann. Come on, man. Was geht ab, Jiggy? Gut, bei dir? Stell dich mal vor. So, ich heiße Norman und komme aus Bangladesch. Okay, Norman, der ein oder andere kennt dich ja. Du bist ja bekannt geworden mit dem Spruch. Du bist Sonne, ich bin Sonne. Du bist Blume. Okay, Sonne, Blume, check sie mal ab. Hey, Ketchup Mayo. I've been really trying, baby. Oder wenn ich an Ketchup Mayo denke, dann muss ich an mich selbst denken. Muss ich auch an mich denken. Weil ja, in der Schulzeit, als ich bei Working gearbeitet habe, da war ich halt auch sehr oft in diesem Drive-In-Ding. Da habe ich immer gesagt, Ketchup oder Mayo und so. Und deswegen haben Leute mich immer so aus Spaß geärgert und haben so gesagt, ey Tutti, Ketchup oder Mayo. Und dann kamen Leute aus der Schule dorthin. Und die haben dann so gesagt, ey, gib mir mal das und das, gell. Ich so, kein Problem, schon so wir kannten uns, die wollten mich, du darfst dich ärgern. Und dann war ich dann in der Kasse, ich so, wollte Ketchup oder Mayo? Ich höre das auch, was ich denke. So, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Sie ist hübsch, kann man machen. Aber? Aber es gibt keine Aber bei dem. Was gefällt dir an ihr? Alles gefällt. Alles? Ja. Dann machen wir das wie beim letzten Mal. Du nimmst das Mikrofon, wir sind alle nicht da und du sprichst sie an. Ja, als würdest du sie klären. Ja, komm schon. Okay. Nimm das Mikro. Ich hab ein bisschen Gefühl. Gibst du von dir ein bisschen Gefühl, dann machen wir extra Gefühl. Deine Gefühl. Okay, abgesehen davon, dass der Anmachspruch gerade richtig schlecht war, er ist aber voll korrekt geblieben. Er war süß, er war nett. Ich bin gerade angeguckt, schon, aber was denn? Ich weiß gerade gar nicht, guck mal, ich war gerade so schockstarre. So, nein, hat er nicht gesagt. Nein. Hast du es verstanden? Nein, bitte nochmal auf Deutsch. Bitte nochmal auf Deutsch. Ich hab ein bisschen Gefühl. Gibst du von dir ein bisschen Gefühl, dann machen wir ein extra Gefühl. Nein, gibt's kein Gefühl. Ich nehme das Respekt. Ey, ich hab ein bisschen Angst vor der, gell? Also alleine machen. Die ist bestimmt voll korrekt und so. Aber sie macht so, nein, nochmal auf Deutsch. Ich so, okay, red doch nicht, schau. Schlag mich nicht. Ich nehme das respektlich. Ich hab das mit respektlich genommen. Respektlich? Expecto Patrono. Junge, was ist das, Junge? Was ist das, gell? Das hat mir gesagt. Nein, Expecto Patrono. Okay, also? Also, ja. Hat er dich damit überzeugt? Nein. Warum nicht? Ich hab dich nicht mal richtig verstanden. Du musst auf Deutsch reden, auf Deutsch. Ich rede auf Deutsch, ich rede keine Französisch. Ja, anscheinend schon. Ich verstehe nicht, was du redest. Was habe ich gesagt? Ich habe ein bisschen Gefühle. Weißt du, Gefühle? Ich habe keine Gefühle. Ja, wenn du keine Gefühle hast, komm zu mir, ich gebe dir Gefühle. Ich will nicht zu dir kommen, also... Okay, du willst nicht bei mir kommen. Ich glaube, wir können die zwei überspringen. Das Ding ist, von Monkeys Video geht fast 16 Minuten. Ich würde irgendwie kürzen. Ich würde so schneiden, dass die spannendsten Sachen drin sind. Ja, und auch wenn das Video dann nur 8 Minuten geht. Ja. Hauptsache, weißt du, das zieht so voll spannend. Die Länge. Ja, safe. So, sollen wir überspringen? Ja, bitte. Am Ende haut anderen Zauberspruch raus, so ein bisschen. Aber da geht ab. Einmal ein Nein, gehen wir weiter. Stell dich mal vor. Ich bin Larissa und bin 18. Larissa? Ja. Ist für dich auch okay, dass wir das veröffentlichen? Ja. Larissa sagt ja. Ja. Okay. Larissa, check ihn mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby.
Perfekt, perfekt. Wir haben erst letztens uns Bilder geschickt, waren so am Esstisch und wir hatten einen Film geschaut und ich noch haben so ein bisschen Quatsch gemacht. So, ihr kennt das, so zwei Geschwister fangen an sich so. Meine Mutter hat gesagt, seid leise, wir durften nicht miteinander reden. Also haben wir uns angefangen, Bilder zu schicken. Ja, und danach schickst du Horn einfach so, was geht, Hanna? Macht so mit Familie. Kennt ihr diese Jungs, die so posen so? Oh, da wollte ich gerade zeigen. Das war so geil. Horn sendet mir zum Beispiel das Bild hier und sagt mit Familie. Und ich sag, am Essen. Ich sag stramm, Bruder. So hobbylos, Digga. Larissa, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nein. Bruh. Nein? Gar nicht mein Typ. Gar nicht dein Typ? Gar nicht. Warum gar nicht? Ich stehe auf was. Also aufs. Ich stehe auf. Du bist gar nicht ihr Typ. Steh. Woher weißt du das? Junge, lass die reden, die sagt, ich steh ganze Zeit, lass sie doch aussprechen. Ich stehe so auf. Süd. Auf so Südländer. War der fünfte Mal, die Tante schreit. Ey, doch mal, die Arme, lass die jetzt mal. Ich stehe so auf. Süd. Auf so Südländer. Südländer? Er ist doch südländisch. Also, aber Marokkaner so. Marokkaner? Boah, Marokkaner was haben die heißt begehrt heute. Ja, aber echt. Marokkaner, Alter. Marokkaner sind geil. Marokkaner sind geil, hä? Da haben wir Marokkaner. Hey, Marokkaner sind auf jeden Fall korrekt, kann man sagen, gell? Mhm. Marokkaner sind korrekt. Guck mal, der ist ein Marokkaner. Du stehst auf Marokkaner. Yeah. Ballonkenseiten auf dem Mund. Ich wollte gerade sagen, ich habe so viele Marokkaner mein Leben schon kennengelernt. Und ich habe immer so gemischte Meinungen. Zum Beispiel, eine war total falsch, die andere ist die liebste Person. Und deswegen bin ich so neutral. Ja, ja. Kennst du, du kannst immer zu einem Land sagen, durch deine eigenen Erfahrungen. So zum Beispiel, Leute hatten albanische Freundinnen sagen und hatten voll schlechte Erfahrungen und sagen direkt, Albaner sind alle Albaner, ja. Ja, safe. Bei mir ist es so gemischt. Also ich hatte, nett, diese. Ich hatte sehr viele Mädels, so Freundinnen, die Marokkaner waren. Alles richtig nette Mädels. Ja, ja. Und Jungs kannte ich ein paar wegen Schule und so. Und die waren eigentlich auch immer korrekt, muss man sagen. Ja. Deswegen, meine Meinung ist gut. Nein, ja. So, aber also generell Marokkaner einfach. Okay. Also nein. Nein. Gut, hören wir uns die Meinung von drüben mal. Stell dich mal vor. Ich heiße Shabir. Ich komme aus Afghanistan. Ja. Okay. Ja. Fertig. Check sie mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Dun, 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 dun. Ist doch hübsch. Ja. Jamil, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Ey, nur noch ganz kurz, wir stoppen gerade echt viel, gell? Ja. Aber ich weiß jetzt, warum es irgendwie so der cringe... Ey, Hanna ist immer noch krank, Leute. Ich war gestern bei der Apotheke. Ey, meine Nase läuft. Ich bin ganze Zeit so. Ich bin doch im Hustenbaum. Ja, stimmt, gleich. Ich weiß jetzt, warum die Stimmung so ein bisschen unangenehm ist. Weißt du warum? Er hat keine Hintergrundmusik. Also nur, wenn er dies. Ja. Aber sonst hat er nicht. Ja. Deswegen wirkt es ein bisschen so unangenehm. Ohne Musik ist so ein bisschen. Ja. So, da ist nichts, was es so unterstützt. Kennst du dieses Tier, das so krr macht, so wenn es so still ist? Ja, das. Ja. Weil guck mal, wenn die Musik angeht, dann ist es direkt so. Wuh, ja. Und dann wieder leise so. Shabir. Shabir? Ja. Shabir. Shabir. Würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. Nein, weil es haram. Ganz haram. Haram? Ganz unten, ja. Wie meinst du das? Ich meine, ihre Lippe und so und Augen so. Walla, galla. Was hat er gesagt? Was hast du gesagt? Ich hab die Kontrolle. Ja. Ja, okay, und jetzt, hä? Ja, nein. Nein, warum? Hey, bei Gott, sie ist voll süß. Sie ist süß, aber sie ist ein bisschen lost. Sie sagt so, was hast du gesagt? Dann er sagt, sie sagt so. Und was jetzt? So, aber er ist gerade voll auf ihre Lippen gegangen, auf ihre Nase. Ja. Und das ist so ein Typ, denkt bestimmt den ganzen Tag, oh, unser Akku geht leer. Oh. Ist nicht schlimm, bis leer ist, also red. Ja, ich weiß, aber das ist schlecht. Also red einfach weiter. Okay. Das Ding ist zum Beispiel sie, sie wirkt auf mich sehr natürlich. Also sie hat Wimpern okay, ja. Ich kann keine Sätze mehr, weil Leute, ich bin gerade... Sie hat Wimpern-Extensions, gell? Aber sonst... Ja, ich finde sie auch ganz natürlich. Ich glaube sie sogar, dass sie nicht geschminkt ist. Ja. Und ich wollte gerade sagen... Und es steht ihr, weil sie hat schöne Augen, das betont ihre ja, Augen. Ja, das füllt das Ganze so. Ich wollte nur sagen, der Typ links, ja, safe, das ist so einer, der denkt, Insta-Models und so, dass es alles Realität sei und das so. Er hat genau wie sie so schmalere Lippen und so ein bisschen jetzt so eine krummere Nase, weißt du, ich meine, was natürlich nichts Schlimmes ist. Aber dann denke ich mir so, wenn du es selbst nicht haben kannst, dann halt doch einfach deine Fresse. Ich weiß nicht, er hat genau das, also er hat genau dieselben Lippen und so wie sie, so, what the fuck? Ja. Hä? Beides sind. Was hast du gesagt? Schmuck. Weil er wie, sie sieht aus wie ein Scheitan. Nein, das ist wirklich gemein. So ist wirklich sehr unhöflich. Vor allem, wie kannst du das gegenüber einem Mädchen sagen? Ja, eines Mädchens sagen. Von Haram reden jetzt Mädchen als Scheitan beleidigt. Bruder, obwohl die hat nichts gemacht, hätte die ihn beleidigt und so, Tamam, ich könnte verstehen. Also, sie hat nichts gemacht. Sie ist süß, lass sie doch.
Guck dich erst an, dann reden wir weiter. Wie bitte? Guck dich erst an, dann reden wir weiter. Ja, ich bin Junge, ja, du bist Mädchen, ja. Was? Guck mal, angucken. Guck mal, wie du aussiehst. Du hast selber geguckt in den Spiegel. Mach erstmal dein Dings ab, dann kannst du weiter. Mach ab, dann bist du tot, gestorben so. Was? Ich hab ihm gesagt, ich muss Wasser bringen, dein Gesicht waschen. Dann sie sagt, das ist nicht mein Typ. Ach so. Okay. Ich hab ihm das gesagt. Erstmal machst du? Ihr Gesicht waschen und danach. Ist geschminkt oder was? Ja. Wo ist ihr geschminkt? Er sagt, er ist ein Gesicht waschen, aber Walla Bila, ich glaube sogar, die linke ist 100% schon geschminkt und die rechte, vielleicht Concealer oder so, die rechte, sehr natürlich. Die rechte ist komplett ungeschminkt. Ja? Die linke hat, glaube ich, nur diese Wimpern-Extension, wie gesagt, ansonsten. Oh, Junge. Fragt, vor allem, nur weil jemand viel Make-up trägt, ich trage heute viel Make-up, gell? Ja. Aber ungeschminkt kann ich trotzdem hübsch sein, weißt du, was ich meine? Das hat ja das eine an sich. Ich bin nicht das Beispiel, aber andere Menschen. Natürlich sind jeder Tag Fullface geschminkt, und? Das hat das eine, schließt das andere nicht aus. Ich liebe Jungs, die immer, weißt du, das Digga, das ist immer das gleiche. Jungs sagen, ich bin natürlich ein Mädchen, aber dann, wenn sie eine Freundin haben, das ist das Mädchen, das wirklich 10 Tonnen Make-up drauf hat. Ich höre 10 Tonnen Make-up, das, hier, lass alles. Die Mädchen schminken, wie sie wollen. Ja, safe. Sieht aus wie. Wie redest du mit ihr? Red doch normal mit ihr. Sie kommt direkt an unsere Sprechen so. Wie ein Kind redest. Red mal wie ein Mann. Sie sollte doch was dazu sagen. Wir haben zweimal absolutes No-Go. Wo sind wir? Bei ihr. Hi. Hi. Stell dich mal vor. Sie heißt Senna oder Celine. Ich wette für. Warte. Ja, Mann. Sieht eiskalt aus wie Senna. Celine. Aber weißt du, wie auch noch? Ne? Hab den Anfang jetzt schon. Okay. Achilia, 19 Türken. Achilia. Du heißt Senna. Hättest du doch deinen Namen aussuchen können. Achilia, 19, Türkin. Woher kommst du? Saarland, einfach nur Saarland. Saarland? Reicht. Was bist du für eine Landsfrau? Türkin. Okay. Krass. Du bist nicht vergeben? Nein. Ist für dich okay, dass wir es veröffentlichen? Ja. Yeah. Check ihn mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Okay. Kamera ist gerade ausgegangen. Wir sind wieder am Start. Ja, let's go. So, jetzt sag uns, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründe es. Nein. Nein? Absolut nein, sogar sein Augenzwinker gerade nein. Sein Augenzwinker? Was gefällt dir nicht an ihm? Ich weiß nicht, sein Style und so nicht meins. Sein Style? Ja. Was sind deine Typen? So Latinos und muss so gekleidet, so Gentleman-mäßig. Wie findest du ihn? Würdest du ihn daten? Ja. Film ihn mal einmal. Ich finde sie aber richtig hübsch. Ja, sie ist hübsch auf jeden Fall. Wirklich, die ist sehr hübsch. Ja. Komm mal her kurz. Würdest du sie auch daten? Ja, natürlich. Bruder. Warum? In jedem Tinder will jeder ihn daten irgendwie, gell? Mhm. Voll krass eigentlich. Er und sie würden eigentlich voll gut zusammenpassen vom Äußerlichen. Ja, passt auch sehr gut optisch. Erstens gibt es nur schöne Menschen auf der Welt und ihr Charakter scheint auch Gold zu sein, deswegen kann man nur sagen, dass nur ein positives Ja ist. Mr. Lava Lava. Okay, gut. Wir haben aber ein Nein von dir, also was ihn angeht. Hören wir uns die Meinung von drüben an, okay? Stell dich mal vor. Ismail aus Afghanistan. Okay, yeah. Ismail. Check sie mal ab von oben bis unten. Ja, komm, bitte sei nett. Bitte sei nett. Hast du Tattoo gesehen? Fuck, Alter. Die hat einfach AK. Die hat einfach AK ich als K gesehen. Und als F. Doch, die geht nochmal. Tschüss. Verstehst du, was das ist? Das ja. F und das K. Oh, krass. Gefährlich. Mann, das ist aber voll. Ich finde sowas richtig gewagt, am Knie so fuck zu machen. Ja, ja. Auf jeden Fall. Geil. Ismail, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Alhamdulillah, nein. Brauch ich nicht so eine Frau. Was? Lüge! Nur weil ich ihn gekorbt habe. Warum Lüge? Weil ich ihn gekorbt habe. Weil du ihn gekorbt hast? Ja. Er würde dich safe daten, oder? Warum nein, Bruder? Was ist und? Was steht da? Lüge. Doch, mit dem zu tun. Doch. Wir sind Muslim, Bruder. Warte. Was? Bruder, wir sind Muslim. Ich verhalte euch aber nicht so wie Muslime. Digga. Immer diesen Islam mit einbringen, das nervt mich. Das ist doch gerade alles so Spaß. Ja, wenn ja. ihr dort mitmacht, ja? Dann macht doch mit, weil ihr wisst, das ist alles oberflächlich, das ist nicht ernst gemeint und so. Das soll nur zur Unterhaltung dienen. Ja. Warum kommst du rein und spielst kurz Hodja? Bro, dann geh doch in die Moschee und mach halt wirklich so die Muslime. Ja, ja, same. Aber was bringt die auf Tinder jetzt Hodja? Und der da hinten ist einfach Samra. Warum ist jetzt Samra in Frankfurt? So eine Frau mit Kopftuch. Nicht so. Was sagst du dazu? Wenn die könnten, die würden jede. Seine Haare sehen aus wie Yum-Yum-Nudeln. Yum-Yum-Nudeln.
Nein, wenn du so ein bist, dann komm in die Ecke, Wallah. Wallah. Aber Alhamdulillah, wir sind Moslem. Oh Gott, Junge, aber er nimmt sich selbst tops. Wir sind Moslem. Ecke! Ich würde ihn niemals geben. Was hast du in deinem Mund? Was sie in ihrem Mund hat? Was hast du in deinem Mund? Zungenpiercing. Hä, Zungenpiercing, chill mal. Das ist ein Zungenpiercing. Kaugummi oder was? Oh mein Gott, ja. Ey, so unzivilisiert, gell, ist krank. Also wirklich, wie Affen benehmen die sich. Zum Pissen! What the fuck? Das sind so Kinder, die haben von nichts Ahnung. Ja, ich hab Ahnung, ja, ja. Weißt du was? Der Bruder hat nur Ahnung von Ecke, mehr nicht. Ich glaub, er kennt wirklich jeder. Meint ihr, was hier an Zunge hat? Was macht die andere? Was meint der dann? Was meint der? Ich weiß nicht. Was? Meint ihr Pupilutschen? Pupilutschen. Was? Pupilutschen meint ihr? Ganz normal, wie macht man das? Sowas sogar noch geiler, wenn man es hat. Ja, ist nicht so, hä? Das bleibt ja nicht für immer, das ist nur dieses Ding da. Wie heißt das? Das ist kein richtiges Tattoo. Ah, es ist nicht mal echt. Ich hätte schon gedacht, aber es ist sehr gewagt, weißt du? Ich meine, klar, sie kann machen, was sie will. Leute machen das, ja. Leute machen das, ich weiß. Aber ich sag ja nur, es so, weißt du, es bleibt ja für immer. Und vielleicht hat sie auch nur gesagt, es ist nicht echt, falls Anne sieht oder Tay sieht aufs Dorf, weißt du, ich meine? Nein, nein. Alles gut, auf Wäsch bestellen. Auf Wäsch bestellen? Ja. Auf Wäsch bestellen. Ja, Bruder. 2 Euro. Sagst du es zu mir? Nee. Alibaba Express. Schmink dich mal ab, ey. Dann würden die Leute entscheiden. Wallah billah. Mach du erstmal deinen Bart weg, dann würden wir entscheiden, wie alt du bist. 12 oder 13? Red nicht mit deinem Fake, wie heißt Wimper? Was, nochmal weiter? Nee, mit Fake Wimper. Deine Schuhe sind von AliExpress. Boah! Oh nein, es geht los. Jetzt geht's auf die Kleidung. Komm, jetzt geht's auf die Kleidung. Der ist besoffen. Echt? Oh nein, ich habe mal 9 Stunden gearbeitet. Der war arbeiten. Ja, ich bin nicht wie euch. Hier rumlaufen und die Jungs. Zweite Mal hier. Wir kommen nicht von hier. Zweite Mal, was macht ihr hier? Was habt ihr hier zu suchen? Wir waren das Essen. Das Essen könnt ihr auch zu Hause essen. Robert, bist du? Hab ich recht, oder? Dann bist du auch hier. War das auch gemein? Guck mal, die machen mit bei dem Format. Bestimmt Candy Pumping. Dachten sich so, oh mein Gott, lass mal auf YouTube sowas, gell? Und dann kommt irgend so ein älterer Typ, sieht bestimmt auch so zwischen 30 und 40, also erwachsener Mann, weißt du, was ich meine? Und dann sagt er, ja, was sucht dich hier? Und so, willst du das sagen? Jeder, der in Frankfurt ist, ist quasi jemand, der mit jedem Typen in die Ecke geht. Und so, Junge, wir waren auch am Samstag in Frankfurt und so, weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Warum direkt in so eine Schublade? War Katastrophe. War so voll und warm. Ich hab die Krise bekommen. Wir haben Leute von euch getroffen, das war das einzige Gute. Ich sag so, ist es immer so hier? Ey, ich glaube, wir haben noch nie so viele Leute getroffen wie in Frankfurt. Ja, Frankfurt war krank. So jede Sekunde, Tutti Holla. Das hat so Spaß gemacht. Kommt alle! Kommt alle! Hat so Spaß gemacht. Guten Tag hier, wenn du musst. Oder einfach Tiere. Psychische Erkrankungen entwickeln sich in Deutschland. Nein, Bruder, Psyche, die gibt es nicht mal. Das sind Tiere. Weißt du, was ich meine? Wir sind von deren Trieben, sind die geleitet. Aber das Ding ist, warum macht doch Pumping so viel? Also ich hätte das jetzt alles rausgeschnitten, das ist voll unnötig. Man versteht die Hälfte gar nicht. Ich weiß, wo wir sind, wie stehen. Oder keine Vernunft, nichts, sind einfach nur Tiere. Volkskrankheit. Du siehst aus wie ein Taxifahrer auf Entzug. Du siehst wie ein Heer. Jetzt fängt's an, Bruder. Du siehst aus wie ein Rennen. Nein. Mein Gott. Was wolltest du sagen? Guck mal, ich wollte ja auch meiner Wort sagen, billige Hose, aber die hat leider ihre Hose vergessen. Sorry, ich muss sorry sagen. Sorry. Not like yours. I can your teacher. What are you talking about? Komm. Ey, guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ihr seid alle in den Lockenwickler gefallen. Die haben eine geschmeidigere Mähne als so manche Mädels, gell? Weißt du, was ich so feier? Guck mal, immer bei solchen Formaten, ja, ist es ja so, dass mehrere Jungs auf ein Mädchen kennenlernen. Ja. Diese Jungs haben erstmal nur deren Selbstbewusstsein, wenn die Gruppen sind und danach sich aufpushen. Haben wir eben gesehen. Ja. War gar nicht witzig, alle. Ihr habt euch verstanden, am Bruder Mama. So, und danach, das Mädchen bleibt erstmal ruhig, sagt einen Satz und damit nimmt sie erstmal alles zurück. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich feier das. Ich feier das auch.
Lückenwickler! Wenn du redest, mach doch das. Ja, die haben ihre Haare lang gemacht wegen euch. Da auf so einem Locker. Ja. Hab ich das auch nicht so verstanden? Warum sagst du dann, wer bist du? Der hat jetzt Kachbar beleidigt. Tja, das ist, wenn man verloren hat in der Konversation. Ja. Er hat verloren, deswegen beleidigt man. Das ist Spaß. Dann geh nach Hause. Junge Leute, die hier ist richtig hübsch und ich dachte mir so, an wen erinnerst du mich? Du erinnerst mich an Catherine von Ace Family. Doch. Die erinnern mich an Senna Gamur ein bisschen. Nein. Von der Attitude. Vom Gesicht, wenn du nach vorne guckst, diese Augenbrauen, auch die Augenform und die Augenfarbe wie Catherine. Von Ace Family, Leute. Ne? Ja. Wenn du keinen Spaß verstehst, dann sag jeder was. Bisschen, ja. Aber musst du nicht alles ernst nehmen. So bist du, voila, wenn du keinen Spaß verstehst, geh nach Hause. Wir sind jetzt bei der letzten, es war sehr lang. Stell dich mal vor. Es gibt noch eine. Ich heiße Berfin, ich bin 17 und komme auch aus Saarland. Ist okay für dich, dass wir es veröffentlichen? Ja. Okay. Berfin, check ihn mal ab von oben bis unten. Hier, das ist Sabra. Sabra! In der Rap-Karriere hat nicht mehr so stark funktioniert. Auf YouTube jetzt. Grüß ihn, der ja, nein, begründe es. Ich sag nein. Nein. Was redest du? Hallo, schubst du mich. Ey, guck mal, ich muss sagen, wäre ich jetzt da und ich würde zu euch sagen, ich sag nein und dann die fangen an zu schreien. Ich bin so von der Geduld so, ich kann das nicht. Wenn Leute so, ich würde einfach gehen, ich würde sagen, Bro, warum sollte ich hier sein? Die schreien, der sagt nein, der hier, die ja, ich mir auch sagen also so. Also irgendwie, das gefällt mir nicht so, und weißt die du? Werden nicht bezahlt, nichts kriegen, ja. Kein Profit, warum sollte ich mir das geben? Ich höre. Der ist ein bisschen zu hell. Ja, ja. Er ist zu hell? Ja. Sieht was? Sieht aus wie ein deutscher Putsche. Muss so aussehen wie ein Zwerg. Okay, also haben wir ein Nein. Was sind deine Typen? Ich stehe eher so auf Kurden, Türken, so. Okay. Ja, einmal nicht Marokkaner, jetzt die Türken. Gut, wir haben ein Nein, wir hören uns die Meinung von drüben an. Oh, Gigo. Ich spüre ganz kurz. Okay. Und der hier, der guckt gar nicht mehr, der filmt einfach nur so, damit er seine Mutter sagt, ah ne, guck mal, heute in Frankfurt, so viel ist passiert. Ah ne, guck mal, ich bin was geworden. Wir haben ein Nein, wir hören uns die Meinung von drüben an. Oh, Gigo, stell dich mal vor. Ich bin Dadan, 21. Yeah. Okay, Dadan. Check. Das ist ja wahrscheinlich ist Albaner. Aus der Rap-Szene. Geh mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Dum, dum, dum. Sieht Songs dran aus. Warte, warte doch mal. Das machen wir dann Dardan. Dardan, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe. Natürlich ja. Inshallah ja, Bruder. Ja? Inshallah. Aber sie hat nein gesagt, Bruder. Aber egal. Leider, was soll ich sagen? Egal, ich bin kein falscher Fovi, Bruder. Bruder, ich sag dir ehrlich, wenn sie nicht will, ist egal, Bruder. Sie kann auch andere haben, Bruder. Ich bin nicht sauer. Aber du datest sie trotzdem? Ja, ich würde sie trotzdem treten. Okay. Sehr korrekt. Der Albaner war natürlich der korrekteste. Ein sehr, nein, du schaust natürlich, ne? Natürlich vernünftiges Spaß. Ende. Okay, damit können wir locker rausgehen. Ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, liked es, kommentiert es, abonniert es, ja? Und dann, nee, das Video könnt ihr nicht abonnieren. Abonniert trotzdem. Also diesen Channel, Leute. Wir sehen uns mal morgen, 20 Uhr circa, ja? Tschüss. Hi, ciao.